Aufgesattelt. Alles über Pferd und Reiter. Informativ und interessant. Einfach anschauen. Moin Moin, eine neue Folge aufgesattelt. Ich bin zum Hansepferd gegangen und habe mal so ein bisschen für euch rumgehört, was es da so Interessantes gibt. Und bin noch tatsächlich Horsemanship hängen geblieben, Uwe Weinziel. Er hat uns versprochen, dass er ein bisschen Zeit für uns hat. Und ich denke mal, ich werde ihn mir jetzt mal schnappen und ein bisschen mal entlocken, was es so Spannendes auf dem Markt gibt und was er uns zu berichten hat. Alles klar, bis gleich. Spannender Gast an meinem Mikrofon, Uwe Weinziel. Uwe, was konnten wir hier gerade sehen? Was ist das für normalen Reiter? Hört sich das furchtbar spektakulär an? Du lässt die Pferde in Hänger galoppieren im Trab. Die laufen vorne stehend auf der Klappe, hinten noch mit. Mhm. Wie lange hast du gebraucht, um denen das, die Angst zu nehmen? Pferde haben ja eigentlich Angst, in so einen geschlossenen Raum zu gehen. Also wir haben natürlich Natural Horsemanship Pferde, das heißt, die haben eine Grundausbildung, in der wir daran arbeiten, dass die Pferde zu uns Vertrauen haben, aber nicht nur Vertrauen, sondern auch Respekt. Und wenn diese Basis gelegt ist, dann haben wir einen riesigen Trailplatz, wo die Pferde auf alte Traktorreifen steigen, über Wippen etc. pp. Und eines von diesen vielen Hindernissen ist dann der Hänger. Das ist für uns nicht ein Transportmittel in dem Sinn, sondern ein Spielgerät, wo wir wie an den anderen Hindernissen auch Vertrauen und Respekt prüfen. Und dann, da wir immer auf große Shows eingeladen werden, wollen wir natürlich was Spektakuläres machen. Und der Parelli hat das schon vor 20 Jahren gemacht und wir haben ihm nachgeeifert und haben das jetzt so ein bisschen zur Perfektion getrieben. Und deswegen haben wir wahnsinnig viele Spaß. Und die Leute fragen sich oft, ja, muss es denn sein? Da kann man es ja genauso sagen, muss es sein, dass man heutzutage Pferde vor die Kutsche spannt? Muss es sein, dass sie Holz rücken? Muss es sein, dass sie über Hindernisse springen? Bei uns muss es sein, dass sie in den fahrenden Hänger reingaloppieren. Jeder hat ja auch seinen anderen eigenen Level, sagen wir es mal so. Wie kam es dazu, dass du gesagt hast, du hast ja früher was ganz anderes gemacht, zu sagen, ich verschreibe mich jetzt diesem Thema? Ich glaube, alles im Leben, wenn man nicht an den lieben Gott glaubt, beruht auf Zufall. Und ich habe einfach zufällig Leute getroffen und ich war auf einem einsamen Waldspaziergang und habe einen Schäfer getroffen, der hatte ein Pferd, der hat mich draufgesetzt und dann war es geschehen. Der Pferdevirus, der kommt ja in die Leute oder er kommt nicht. Manche Leute sind immun und packt es. Und mich hat es vom ersten Moment an gepackt und dann habe ich vom Theater umgesattelt, kann man richtig sagen, auf das Pferd. Und seit 30 Jahren, nahezu 30 Jahren, mache ich nichts anderes mehr, als mich mit Pferden zu beschäftigen, meinen Lebensunterhalt damit zu verdienen und viel Spaß in der Abgeschiedenheit der Ruhner Berge, das ist von Bremen 250, 300 Kilometer entfernt, mit meinem Team dort mit wenig Menschen und vielen Pferden zu leben.
Team. Kommen wir mal auf das Team zu sprechen. Wen haben wir denn heute hier? Magst du uns die mal von rechts nach links vorstellen? Von rechts nach links, okay. Die Jüngste zuerst, das ist unsere Trainerschülerin Lynn. Wir bieten ja Profitraining an und sie wird für 3 Monate diese Profitrainer-Ausbildung machen, um dann ihren Job auf Arena anzutreten. Das ist ein Hof, den ich 20 Jahre lang geleitet habe und der jetzt neu aufgestellt wird und Verstärkung braucht. Lynn Pelz auf meinem Pferd Velosch. Dann hier, das ist Husky und auf ihm sitzt Konstanze Fiedler. Sie arbeitet fest in unserem Team mit, ist aber auch als selbstständige Trainerin in Hamburg und Berlin unterwegs. Nadine Holthaus, meine große Hoffnung, dass ich mich bald zur Ruhe setzen kann und sie den Laden übernimmt. Wir kennen uns auch schon seit ewigen Zeiten. Sie hat als ganz junge Frau auf Arena gearbeitet und ist dann zu meinem Nord-Team gestoßen, was mich sehr glücklich macht. Und Maureen Ferlemann ist auch jetzt schon seit 3 Jahren da, ist eigentlich eine ausgebildete Krankenschwester und die hat gesagt, ehrlich, ich muss was anderes machen und ich würde gerne Pferde. Und dann kam sie und ist nie wieder gegangen, was mich sehr, sehr freut. Und das ist mein festes Team, diese 3 Damen hier. Und Lynn gehört zum Süd-Team. Ja. Also wir bilden so ein großes Team und verbreiten das Weinzeller Horsemanship erstmal in Deutschland und das soll auch reichen. Mehr. Weiter wollen wir gar nicht fahren. Warum nicht? Also ich meine, es ist eine gute Sache. Man sieht, dass du damit furchtbar Erfolg hast. Erfolg spiegelt sich ja auch immer wieder in Einschaltquoten. NDR hat dich jetzt für erstmal 3 Teile gebucht sozusagen. Wie liefen die Dreharbeiten? Wie fandst du das, wenn dir immer eine Kamera hängt? Ich bin ja eine Rampensau. Das war ich im Kabarett, das war ich schon als kleiner Junge. Meine Mutter erzählt, ich hätte als 3-Jähriger bei Geburtstagen auf den Tisch getanzt und dazu rote Lippen muss man küssen, gesungen. Und seit dieser Zeit hat mich das nicht verlassen. Für mich waren die Dreharbeiten grandios, andere haben ein bisschen drunter gelitten und die anderen war so zwischendurch. Aber ich glaube, wenn es dazu kommt, dass wir nochmal weitere Folgen drehen, dann sind wir damit alle glücklich. Ich denke auch. Seid ihr ausgebucht? Ja, guck mal. Ja, aber das geht ja wohl mal ein bisschen besser. Ne? Eure Pferde sind ja völlig relaxed hier. Die wollen jetzt auch, glaube ich, ihre Portion Hafer gleich haben. Kriegen sie auch gleich. Was sehen wir gleich um 15 Uhr? Ja, da machen wir was ganz anderes. Da machen wir eine Liberty-Show. Da haben wir viel Zeit, 30 Minuten, um mit den Leuten zu reden. Und dann sagen wir so zu Beginn, die Wahrheit, was für ein Verhältnis dein Pferd zu dir hat, kommt dann ans Licht, wenn du das Halfter abnimmst. Ja. Und dann nehmen wir das Halfter ab und machen eine Liberty-Show, die richtig, richtig toll ist, die uns richtig viel Spaß macht und die beim Publikum wahnsinnig gut ankommt. Ihr werdet sehen, wenn ihr heute Nachmittag noch da seid, was da los ist. Definitiv gucke ich mir das an, ganz klar. Wir wollen auch da noch ein paar Filmsequenzen einfangen. Was liegt dir besonders am Herzen? Was möchtest du in die Welt rausschreien? Das, was ich von Parelli, der Satz, der mir gut gefallen hat. Also das eine ist, schau dich um, was normal ist, und dann tu einfach das Gegenteil. Dann bist du wahrscheinlich auf einem natürlichen Weg. Das ist das Erste. Und zweitens, du sollst dein Pferd nicht als Statussymbol missbrauchen, aber du sollst es auch nicht verzärteln. Denn, Parelli, ein Pferd ist ein Pferd, ist ein Pferd. Also guckt, was die Pferde machen, wenn sie miteinander leben können, wie sie sind. Und dann kopiert es, imitiert es, integriert euch in die Herde. Und dann ist es ein wunderbares Erlebnis, mit Pferden zu leben. Ich würde sagen, wir haben genug. Wir gucken uns gleich noch deine Show an, fangen da auch noch ein paar Bilder an. Und euch erstmal danke, dass ihr hier gestanden habt und gebrüllt habt. Erstmal danke, okay? Ja. Okay. Danke auch. Tschüss. Wir unten, tschüss. So, ich habe den Uwe noch mal ein bisschen verfolgt. Der hat seine Pferde versorgt, das Team noch mal eingenordet für gleich. Gleich geht's los um 15 Uhr. Ich bin an seinen Stand gekommen, weil das super interessant ist, um es euch einfach mal deutlich zu machen, was da alles so hintersteckt. Also es ist nicht nur der Mann an sich, sondern der hat auch ganz viel erschaffen. Und zwar erzähl uns doch mal, was finden wir hier an deinem Stand? Naja, es ist ja so, ich reise das ganze Jahr durchs Land und empfange Leute bei uns zu Hause. Aber irgendwie ist das Jahr ja begrenzt. Und es gibt auch viele Leute, die sagen, ich kann mir das nicht leisten oder ich habe keine Zeit dafür. Und für diese Leute haben wir ein DVD-Angebot. Das heißt, ich sage auf den Messen, im Grunde kannst du zu uns kommen oder ihr ladet mich zu euch ein, wenn es noch freie Termine gibt. Und wenn diese Möglichkeit erschöpft ist, weil das Jahr eben vorbei ist, dann kann man sich bei uns am Stand Horsemanship Equipment von sehr guter Qualität kaufen und die dazugehörige DVD. Das Horsemanship ist sozusagen die Hardware, das, was man braucht,
Und die DVD ist das, wo man ganz genau gezeigt bekommt, wie man mit diesem Equipment Natural Horsemanship betreibt. In Freiheit, dazu braucht man dann einen Round Pen, aber auch ja, das zeigen wir. Ja? Und in der Bodenarbeit an Halfter und Seil. Und diese Mischung aus Freiheitsarbeit und Halfter- und Seilarbeit führt dann dazu, dass unsere Pferde ideal vorbereitet sind, dann auf, dass wir auf das Pferd sitzen und reiten, auf einem Sandplatz, auf einer Wiese. Aber dann gibt es ja Straßenverkehr, spielende Kinder, störende Zivilisationsfaktoren, alles Mögliche. Ja. Das trainieren wir dann auch, das heißt zur Desensibilisierung. Dafür haben wir einen Trailplatz und das zeigen wir in der vierten DVD. Das heißt, mit der ersten DVD Roundpen-Arbeit, mit der zweiten Halfter und Seil, dann die Übertragung des Gelernten in der dritten DVD auf den Rücken des Pferdes und dann die Lösung von Spezialproblemen, allen voran. Mein Pferd geht nicht auf den Hänger. Da ja klar, ich meine, das ist ja auch dein Spezialgebiet. Genau. Das haben wir ja auch schon gesehen und gehört. Da haben wir uns ja auch schon drüber unterhalten. Aber du hast so einen Stick. Mhm. Der heißt ja auch Stick. Ja, ne? Genau. Was hat das für sich? Was bedeutet das? Der Stick bedeutet mein Handwerkzeug. Wie für einen Schreiner die Säge und der Hobel und alles Mögliche brauche ich auch ein Handwerkszeug. Und wenn ich sage, ich bin ein Pferd unter Pferden, dann sagt das Pferd, aber du hast ja nicht mal einen Schweif, du hast auch einen relativ kurzen Körper. Und mit Hilfe, ich weiß nicht, ob man das jetzt mit der Kamera sehen kann, mit Hilfe dieses Sticks sage ich, wenn ich das nicht brauche, habe ich das neutral bei mir. Aber wenn ich es brauche, habe ich einen verlängerten Körper und wie du gleich fühlen wirst, sogar einen Schweif, mit dem ich mit dir kommunizieren kann. Ja. Die Mama holt mit ihrem Schweif ihr Fohlen bei Fuß und das können wir mit diesem Stick imitieren. Das ist eine der vielen Funktionen dieses Sticks. Das andere ist, dass wir dieses Seil als Halsring benutzen können und den Stick als Möglichkeit, rhythmischen Druck auszuüben, um das Pferd in die gewünschte Richtung zu bringen oder zum Stillstehen oder zum Rückwärtstreten. Also aber das sehen wir auch bestimmt gleich in der Show, oder? Ja, seht ihr alles in der Show. Da sehen wir wenig Halfter und Seil, weil es eine Liberty-Show ist, aber den Stick hat jeder dabei und das ist sozusagen das Zeichen, ich bin zwar kurz, aber ich habe eine Körperverlängerung dabei und ich habe einen wunderbaren Schweif, wie eine Mama. Okay, also guck mal, das ist für mich total abgegangen, dass wir eigentlich der Schweif ja ein recht starkes Symbol ist von dem Pferd. Der Schweif kann drohen, der Schweif kann beiholen und der Schweif kann fliegen aus dem Gesicht wischen. Das heißt, es ist eine Möglichkeit. Der Schweif ist, ich sage nur, es ist wie mit einer Pistole. Man kann nicht sagen, eine Pistole ist schlecht oder gut. Es kommt darauf an, wer sie in der Hand hat und auf wen geschossen wird. Was mir aber noch wichtig ist, Termine. Ja. Was steht denn da in einem Zeitraum so an, wo du sagst, boah, da habe ich noch Platz, da könnte noch jemand hin, also wer interessiert ist. Es ist so, dass wir unseren Betrieb hier im Norden, da sind die Termine schon so ausgebucht, dass wir eigentlich nicht mehr sagen können, ja, guck auf die Homepage und buch was, weil es alles voll okay. ist. Es hat sich aber so ergeben, dass in meinem Ursprungsbetrieb zwischen Fulda und Bad Hersfeld, da sind früher auch sehr viele Bremer Freaks, also aus der alternativen Szene hingekommen, und dass ich da jetzt wieder bin und mich einsetze und dass da wieder verstärkt Horsemanship, so wie es von Weinzierl, von mir praktiziert wird, unterrichtet wird. Und da kann man zum Beispiel Ende Mai ist ein viertägiges Camp, wo ich mit meinen Kolleginnen unterrichte. Und da kann man auf jeden Fall hingehen. Was man bei uns in Neudrefal im Norden zwischen Hamburg und Berlin machen kann, ist auf einen Tagesbesuch vorbeikommen und erstmal reinschnuppern. Denn die Camps, das ist, wenn man eine Woche intensives Horsemanship macht, inklusive Übernachtung und Pferdeversorgung, dann ist es eine Stange Geld, was das kostet. Und ja, man aber kann gut, ja aber auch erstmal gucken. Wenn man sein Pferd wirklich gut ausbilden möchte, kostet halt Geld. Klar. Ich meine, da brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Ich meine, ihr habt dann ja auch einen ganzen Tag im Endeffekt mit dem Klientel zu tun, ob nur mit dem eigenen Pferd oder eben mit einem anderen Pferd. Die lernen ja auch durch Zugucken. Ich meine, das kann man ja schon verstehen. Ja. Dass es dann eben auch Geld kostet. Klar, ich will nur sagen, die Plätze mit Pferd und aktive Teilnahme, die sind begrenzt und dieses Jahr schon so gut wie alles voll. Aber was man immer machen kann, sich auf den Weg machen mit Kamera, mit Schreibstift und sagen, ich will was lernen durch Zuschauen, da muss man sich telefonisch anmelden, aber dann sind uns diese Leute auch herzlich willkommen. Oh, das ist ja mal gut zu wissen. Ja. Also man muss nicht unbedingt ein Pferd haben, wenn man was lernen genau. will. Also ich entlasse dich gleich mal hier in die Show. Wir werden noch ein paar Bilder einfangen okay. und bedanke mich nochmal für deine Zeit. Sehr gerne, hat außer mir Spaß du möchtest, gemacht. Möchtest noch irgendwas sagen? Was dir nochmal so wichtig ist? Was dir noch vorhin entfallen ist? Nee, ich glaube, ich rede sowieso immer sehr viel. Aber das und ist gut. Und den Rest lassen wir die Pferde und die Bilder sprechen und dann viel Spaß in Bremen mit Weinzierl Horsemanship. Alles klar, so weiter. Und jetzt wollen wir dann vielleicht auch mal. Wow! Hier sind wir auch.
Oh.